Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Ich möchte euch heute was zu meinem gestrigen Stadtaufenthalt erzählen. Wisst ihr, was mir wieder aufgefallen ist, Mensch? Gehst du Stuttgart durch, gehst in den Laden, alles in Ordnung. Die Berater dort wollen nicht immer zu mir. Kann ich sie ihnen denn irgendwie weiterhelfen? Nee, lass mal gut sein heute. Alles klar, wie wär's mit diesem? Ich wollte jetzt eigentlich gerade, also gar nicht, dass sie mir weiterhelfen. Ja, passen Sie auf, wir haben das hier noch in Esther. Verpiss dich! Jedenfalls war ich dann gestern in diesem Shop mit der Taube, ja. Das ist eigentlich, also so, das ist immer so flauschig. Ja. Du kommst da rein. So, als allererstes Mal war ich da neulich gewesen. Also es war nicht gestern, es war aber anders. Und es war dann halt ziemlich voll da drin, ja. Dann komme ich da hin, stehe da so eine Toaster vor, ja. Will ich so reingehen? Entschuldigung, der Laden ist gerade ziemlich voll. Wir müssen warten, bis jemand rauskommt. Wisst ihr, was die da gesagt haben? Die haben denn da wirklich einen auf? Du, pass auf! So wie du heute aussiehst, komm hier nicht rein. Normalerweise, du kommst in ein Einkaufszentrum rein, vielleicht eine gechillte Aufzugmusik, ja? Alles hell beleuchtet, damit du auch alles siehst. Chillige Mucke immer aufgelegt, aber. Nicht auf Volume 3, nee, Volume 2000, oder? Mama! Wie findest du den Pulli da hinten? Ich hab den Pulli gekauft, gell? Ich dachte, der wäre grau. Der ist einfach blau. Die machen da eine Kasse auf. Die Schlange kommt komplett durch den ganzen Laden. Eine Kasse. Juckt ihr nicht. Und diese Kassierer, was sagen die am Ende? Bye bye and don't forget to follow us on Twitter. Dann denke ich mir auch so, was hast du gerade eben zu mir gesagt? Leute, kleiner Themenabschweif, okay? Ich war mit Benjo Mahanjo unterwegs, gell? Erzählte mir so, Digga, pass auf, ich habe die neuen Kommis gecheckt beim neuen Kollegah und Farid Track, gell? Pass auf, da war so ein Fall, ja? Hey Bruder, wie fandest du euch den neuen Track von Farid de Kolle? Ja, was geht so? Du, Benjo! Leute, was ist bei diesen Leuten los? Aber es ist echt so, ohne Scheiß. Diese ganzen Leute beleidigen einfach direkt. Du kannst zu denen sagen, was du willst, war auch früher so. Fährst mit deinem City-Roller und guckst explizit auf den Boden, ja? Dann guckst du einmal hoch und der wartet nur so, bis du guckst und wenn du guckst, was guckst du? Die suchen immer so, die suchen den Streit so. Digga, wer macht das nächste Stress? Du Wichser! Schreib mir in die Kommentare weitere Themenvorschläge, über die ich reden kann. Ich möchte in nächster Zeit so ein bisschen über ein paar Themen philosophieren. Es werden übrigens in nächster Zeit ein paar neue Serien kommen, es ist was in Planung. Ich kann noch nicht genau sagen wann, aber es ist auf jeden Fall was in Planung. Freut euch drauf. Nun gut, Leute. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ansonsten sehen wir uns natürlich wieder morgen im nächsten Video, meine Leute. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Und dann mache ich das. Also, ciao, Leute. Verpisst euch!